Hallo und herzlich willkommen zurück bei DayZ. Nach einer längeren Pause geht's jetzt endlich weiter. Mit Shaggy natürlich. Ja, Gugu, schau mal her, schau mal her, schau mal her jetzt, Gugu. Schau her. Ja. Oh yeah, geil. Ja, das sind die neuen Moves vom neuen Update 0.48. Genau. Ist schon lange draußen eigentlich. Und ich kann dir mal deine schöne Tarnung da zeigen. Kurz. Genau. Der neue Mosin Wrap. Nicht zum Essen, sondern zum Rumwickeln. Genau. Von der Mosin. Mit Gras. Da. Schön. Und sein Bogen ist ein schöner. Ja, genau. Habe ich jetzt auch. Mit Pfeile durch seine Schulter und lauter so zeigen. Aber wir gehen jetzt weiter. Wir sind hier bei Solnitschny. Über Solnitschny und Kamischowo, die Fabrik, wo unser drittes Special spielen wird, das dann im September kommt, schon im Voraus aufgenommen. Ja, Google, schau mal bitte in das Gebäude, wo ich gestorben bin. Genau. Ich kann das kurz zeigen, aber da sind die Bäume ein bisschen im Weg. Ja, das ist da. Übrigens Folge 19. Ja, da oben habe ich einen erschossen, aber das seht ihr dann alles im dritten Special. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Genau. Ich glaube, ich sollte ein bisschen lauter reden. Der Server ist rappeldi-pappel voll. Also ich verstehe dich perfekt. Nein, ist mir mal aufgefallen, ein paar Aufnahmen, dass ich immer leiser werde mit der Stimme. Ja, und ich habe die DayZ-Qualität umgestellt, wie ihr seht. Ist ein bisschen anders, detailreicher, auf 120%, und ich muss schauen, wie das in der Stadt dann so ist, weil sonst muss ich die natürlich wieder runterschrauben. Runterdrehen. Runterschrauben, drehen oder irgendwas. Ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Balota. Unser nächstes Ziel, und ich habe immer kurze Internet-Lags. Keine Ahnung, wie es ist. Ja, das habe ich auch, das ist normal. Irgendwie wegen dem Server oder so, aber... Ich gehe jetzt noch kurz unten rein. Mhm. Weil, ich brauche ein neues Oberteil. Bei mir sind die alle ruined. Ja, natürlich Zombies, wer denn sonst? Da unten sind auch welche, oder? Oder sind das Spieler? Wo denn? Das sind zwei Zombies. Okay. Egal, wo bist du? Bleibst du über mir? Bleib über dir. Ich schaue immer so auf die Straße, ob da wer hinkommt. Du kannst in Ruhe looten. Passt gut. Da liegt ein Baseballschläger. Und sonst noch nichts. Schultasche, Schaufel. Also lauter Sachen, die wir nicht brauchen. Hier liegt eine Mütze. Es gibt ja auch jetzt seit neuestem Mundtücher. Mhm, genau, die sind so geil, Alter. Ich auch. Und okay. Es kommt jetzt dann ein, was ich jetzt angekündigt worden ist, am Balota Airfield gibt es jetzt neue Gebäude bald, im nächsten Patch. Und es kommt ein neuer Rucksack, Rucksäcke gibt es auch jetzt aus Leder von Kühen oder so. Genau. Und so ein kleiner Mini-Wanderrucksack, dann Zelte gibt es und lauter so Scheiß. Ich habe jetzt eine Säge gefunden. Ich könnte jetzt die Mosin damit, glaube ich, verkürzen bzw. abschneiden wie die Shotgun. Das gibt es jetzt auch neu bei der Mosin. Genau. Aber das ist eher sinnlos. Finde ich auch jetzt. Ich gehe jetzt weiter zu den nächsten Gebäuden, da oben bei der Straße. Achso, okay, da bist du, ja, sehe ich. Ja, bald bist du gut gedeckt, ich kann dich nicht sehen. Ich bin auch noch ziemlich ein Stück hinter dir. Ach so, okay. Zombie kommt auf dich zu, aufpassen. Von links. Der mit vier Beinen am Boden ist, also mit vier Füßen. Vier Füßen. Ja, oder zwei Hände, zwei Füße, ist doch scheißegal. Aber ja. Oder war das nur ein Straßenschild, ich weiß es jetzt gerade nicht. Lol. Er verwechselt ein Straßenschild mit deinem Zombie. Ja, aus Distanz. Okay. Das ist eine Entschuldigung, die ich annehme. Und ich finde einfach kein Oberteil. Wenigstens ein Hemd oder irgendetwas. In diesen in diesen Häusern gibt es übrigens noch immer keinen Loot. Wo ich jetzt gerade drinnen war. Und hier auch noch nicht.
Ich glaube, du kannst schon mal ein bisschen vorrennen. Ich Ja, bin da mache ich gerade. gleich durch. Ich glaube, ich sehe einen Spieler. Aber jetzt habe Wirklich? ich ein Internet-Lag. Warte, warte. Ja, ich glaube, das ist ein Spieler. Bei der Wo? Tankstelle. Tankstelle? Ja. Okay, ich spotte mal drauf. Ich kann da auch hinschauen. Hey, fuck. Leider angekommen, sorry. Hast du den Schuss gehört? Nein, das ist ein Zombie, oder? Kann sein, ja. Warte mal. Du hast mich im Blick, oder? Ich hab dich gerade nicht im Blick, nein. Okay. Ah doch, jetzt habe ich dich im Blick, ja. Ich renne jetzt ein bisschen runter und nehme die Heuballen als Deckung. Das ist ein Zombie, aber der geht auf etwas los. Ja, dann ist aber da fix irgendwo ein Spieler. Oder backt der nur rum? Komm, gehen wir noch ein bisschen weiter, dass du Nein, vom Ball der draufschlägst. backt. Okay. Da ist kein Spieler. Du bist über mir, oder? Ja, genau. Leggy. Ich schau dann noch mal zur Sicherheit hin, aber. Ja, und wie ich auch schon in meinem Kanal-Info-Video angekündigt habe, kommt bei mir Daisy Scheiße, Alter, komm. Egal, Server wir restart. wechseln kurz Server und machen einen kurzen Cut. Okay. Okay. Ciao, Leute, bis gleich. Willkommen zurück bei DayZ nach dem kurzen Cut Server Restart. Und Jackie wollte noch etwas sagen. Ja, genau, ich nehme jetzt Daisy, wie im Kanal-Info-Video angekündigt, bis Folge 30 auf. Gugu wird dann ein Alone-Let's Play starten mit Paul, voraussichtlich. Und wir werden aber trotzdem, also ich bemühe mich, dass ich hier die Zeit dazu finde, immer wieder mal eine Folge bringen, wenn neue Inhalte kommen oder einfach so, wenn ich Zeit habe, dass Daisy jetzt nicht ganz weggeht vom Kanal. Also es kommen schon immer wieder Folgen. Ja, genau, auf meinem Kanal gibt es jetzt als nächstes ein Singleplayer-Let's Play von mir. Was es ist, verrate ich noch nicht. Auf jeden Fall ist es ein bisschen strategischer. Und da ist übrigens ein Wildschwein da vorne. So sieht das Wildschwein in DayZ aus, haben wir noch nicht gesehen, im Let's Play zumindest. Ja, was ich sagen wollte, es wird ein strategisches Spiel werden, nicht wie Battlefield oder so. Ja, das ist auch ein bisschen Strategie in PvP-Kämpfen, aber es wird auf jeden Fall strategisch rein. Was es ist, verrate ich noch nicht, aber das könnt ihr jetzt dann sehen auf meinem Kanal. Okay, wo bist du jetzt genau? Ich bin beim Schwein. Also immer noch. Ja, du müsstest eigentlich ungefähr über mir sein. Also bist auf der Höhe vom Schwein. Du siehst das Schwein? Ja. Okay, ich bin Ich jetzt, bin ich renne vor zum dir, ich sehe Schwein. dich, ich sehe dich. Komm, wir gehen jetzt weiter, weil da vorne ist Kamishobo. Oder nein, No. noch nicht Kamishobo, was ist das da vorne? Schon lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, ich denke es mir auch, also der Ja, Urlaub hat doch. mir... Ah, das ist ein Teil noch von Solnitschny, oder? Das ist doch Solnitschny und das war die Fabrik von Solnitschny. Ja, genau, Alter, bin ich So ist schlau. es. Alter, ich darf wieder Daisy mir ein bisschen öfter spielen. Genau. Ich war auch auf Urlaub. Leider hat das mit dem Appen nicht so geklappt bei mir. Irgendwie habe ich da einen Fehler gemacht. Die ersten Parts, also 16 und 17, sind automatisch freigeschalten worden. Und 18 und das zweite Spezial, was ihr schon auf Jackie seinen Kanal sehen könnt. Und auch der Battlefield Part 6, glaube ich, ist nicht freigeschaltet worden, irgendwie automatisch. Die werde ich jetzt noch appen. Ich Dann höre die habt ihr ganze sie Zeit auch. Monis blippen und so. Ja, ich auch. Das ist, glaube ich, ein Soundbug. Ja, genau, die musst du dann noch appen und dann geht's weiter. Weil bei mir hat das perfekt funktioniert im Urlaub mit Tomb Raider und Bioshock. Ist wirklich schön freigeschaltet worden. Werde ich jetzt, ich mache ja jetzt auch alles noch, zur Zeit läuft alles planmäßig. Also ich muss eigentlich nie freischalten oder irgendwas. Nein, bei mir hat das irgendwie nicht funktioniert eben. Und
Ich werde jetzt dann im Voraus ein bisschen aufnehmen. Schule fängt bald wieder an. Ja, genau, Ungefähr, so wie wir ja. jetzt DayZ im Voraus Ich aufnehmen. glaube, dieser Part kommt genau raus, wenn die Schule beginnt oder so. Ja, genau, ungefähr so. Oder vielleicht ein paar Tage danach. Oder vorher eher. Während Ist ja schon DayZ. Part 19. Ja, stimmt, ist schon Part 19. Es sind Okay, das genau ist jetzt, noch 11 Parts, die ich. Solnitschnee, oder? Ja, Oder, nein, oh, das ist du. Vorsicht, Ja, Vorsicht, du. da sind wir schon mal gestorben. Ich gehe jetzt. Wir gehen schnell unten rundum, okay? Runden? Ja, unten. Okay. Sind wir jetzt nach Okay, oben was gehen, das ist wäre zu viel das? Zeit. Das ist ein Bug. Ja, genau, und wir nehmen jetzt auch nur noch 15 Minuten Folgen auf, so 15 bis 17, 18 Minuten, weil das dann nicht so lange zum Rendern und zum Uploaden dauert. Dafür eben nicht so viel Zeit zwischen den Folgen vielleicht. Genau. Werde ich auch bei meinem Strategie-Let's Play machen. Vielleicht ein paar längere Folgen, wenn es das Spiel erfordert, sagen wir mal so. Verrate ich noch, was es nicht erfordert. Denn da kann man schlecht abbrechen. Stimmt. Ja. Schlechter Du bin auch weißt es ich. schon? Ja, ich kann es denken. Okay. Ich habe es ihm noch nicht gesagt. Und ja, da kommen mehrere, also das Spiel ist eine Spielreihe und da kommen dann mehrere Let's Plays. Also jetzt das erste von von dem aktuellsten Spiel von der Reihe und dann gemischt ein bisschen älteres Spiel oder das zweite. Letzte, was rausgekommen ist. Genau. Und wenn Jetzt ihr weißt du es wohl. wenn ihr wissen wollt, was bei mir dann so kommt, einfach dieses Kanal-Info-Video anschauen, das neueste. Ich glaube, ich gestern Spätestens, ja. rausgehauen oder so. Ja. So, die erste Folge ist bald vorbei. Ist nichts Spannendes passiert, außer Eher ein ein Server-Restart. Info-Video. Ja, Ja, genau. genau. Vielleicht rennen wir jetzt auch schon ein bisschen vor, kann auch sein. Aber nur vielleicht. Mal schauen. Ja, in 2, 3 Minuten geht's noch gemütlich dahin. Ja, Kamisho werden wir noch durchqueren oder so. Ja, vielleicht. Hier war die zweite Folge, wo wir den orangenen Raincoat-Spieler gesehen haben. Boah, ich kann mich noch erinnern. Was In für der ein ersten Trottel. Folge auf dem 40er Server durch Elektro durch nichts passiert. Ja, genau. Das war so lustig. Ja. Die Sprachsicherheit ist auch nicht mehr drin. Auch nicht mehr so gut wie vor dem Urlaub. Ja, stimmt. Man muss sich wieder mal dran gewöhnen, Ja, das ist mir ans extrem Let's Play. aufgefallen, wie ich nach dem Urlaub wieder so ein paar Folgen aufgenommen habe, die Alone-Folgen, mit der Mutprobe und so, und Alter, das Sprechen ist mir so schwer gefallen. Ich gehe jetzt rüber mal links zur Küste. Okay, können wir beide eigentlich machen? Ja, egal. Genau, auch was neu ist, ist die Spielerbewegung beim Laufen mit der Waffe, mit gezogener Waffe bzw. schussbereiter Waffe. Sieht scheiße aus, Da, meiner Meinung nach. ja. Aber es ist realistisch. Obwohl man könnte sie absenken, also wirklich. Obwohl man jetzt immer schussbereit schneller. Es ist real. Ja, es ist real. Ja. Aber auf jeden Fall misst man langsamer. Bisschen. Wieso? Ja, ich mache einfach meine Spielersee sofort Leertaste und dann geht's eh los. Das ist eigentlich perfekt. Ja, vorher hätte man gar nicht Leertaste drücken brauchen eigentlich. Ja, genau. Ja, bei mir glitscht du extrem. Bei mir du nicht. Ja, du läufst bei mir nicht, du glitscht am Boden entlang und wechselst die ganze Zeit deine Waffe. Ah, okay, den Bug, den haben sie noch nicht behoben. Ja, den sollten sie endlich mal beheben, der nervt eigentlich. Der ist aber mit dem späteren Update gekommen, mit dem 0.47 oder so hier. Ja, genau. Aber es ist doch klar, dass jedes Mal irgendwelche Bugs eingeführt werden. Was liegt in deinem Wasser, bitte? Ein Stein. Sieht aus wie so ein Zombie auf vier Das Beinen. stimmt, ja.
müssen immer auch wieder auf die Straße achten. Ja. Wenn Lubi vorbeikommt. Dem können wir helfen. Genau. Obwohl Jackie hilft ihm ja so gerne. Gehen wir wieder nach rechts, haben wir mehr Übersicht. Damit du ein paar Noobies killen kannst. Nein, nicht killen. Lol, meine Katze hat gerade niesen müssen. Geil. Ja, ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. Ja, Gugu, wir müssen bis Mitte Oktober, oder sagen wir mal Ende Oktober, nein, eigentlich Mitte Oktober mit DayZ Part 30 fertig sein. Ja, das glaube ich schaffen wir locker, oder? Ja, wobei ich habe dann ja September noch das Naruto LP, das ziemlich groß ist. Genau, GTA kommt jetzt auch raus. Ja, oder erst 2015, was sie auch gesagt haben, diese Idioten, ey. Die Gerüchteküche. Ja. Bist du jetzt noch links? Übrigens, man kann jetzt nicht mehr so komisch nach vorne gebeugt laufen. Ja, das geht nicht mehr. Nur noch ein bisschen schräg. Das ist nicht scheiße, das ist jetzt real. Nein, das ist scheiße, Alter. Das war gute Tarnung. Aber ich vor dem Hügel, und man kann jetzt genau nicht mehr durch Wände gucken. Endlich. Ja, und es gibt kein Desync mehr, wenn sich ein Spieler nähert. Das heißt, ein Spieler ist vor dir und du weißt es nicht durch das Desync-Symbol. Einfach extrem hart. Nein, eigentlich gibt es schon noch Desync. Du brauchst ja, auf die Playerlist schauen und wer einen Desync hat, der ist in deiner Nähe. Aber das macht keiner. Doch, ich mach das jetzt gerade. Okay, viel Spaß. Wir treffen uns dann in Balota. Ich kann das unterm Laufen. Oh, ja, der hat ein 1000er Desync. Ah, jetzt wieder 0. Alter, das hat mich gerade geschreckt. Ja, drum da. Der hat ein 1er Desync. Also das bin ich. Es zählt doch nur ein 100.000er, oder? Wie dumm bin ich? 98, der ist bei uns. Der Dexter Morgan. Morgan. Nee. Ja, ein paar Spieler sind in der Nähe, nur so zur Info. Ja, sicher. Auf 25 Quadratkilometer werden schon ein paar Spieler in der Nähe sein. Ja, ich glaube, beenden wir die Folge, oder? Bevor das wieder noch langweiliger wird hier. Ja, ist vielleicht besser. Okay, beenden wir die Folge. Ciao, Leute. Und tschüss. Bis zur nächsten Episode.